Herzlich willkommen im Haus der Stille. Es ist das Meditations- und Einkehrzentrum der Evangelischen Kirche im Rheinland. Ein Ort der Besinnung. Am Sonntag, Rogue Agathe, geht es um unser Beten. Und wir werden dazu in diesem Gottesdienst die Stille als einen Erfahrungsraum entdecken. Denn die Stille hilft uns, zu uns selbst und damit auch zu Gott zu finden. Wie dies im Zusammenhang mit unserem Beten möglich ist, dazu werden wir gemeinsam in diesem Gottesdienst eine kleine, stille Übung erleben. In unserem Hören, in unserem Reden, Beten und Schweigen vertrauen wir darauf, dass Gott mitten unter uns ist. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn ich mich frage oder gefragt werde, was ist eigentlich Beten, dann kommen mir zuerst Formulierungen aus der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden in den Sinn. Aus meiner eigenen Konfirmandenzeit zum Beispiel, das war schon Anfang der 70er Jahre. Beten heißt, vor Gott nachdenken, wie es mir und anderen geht. Oder auch, beten ist, mit Gott reden wie mit einem Freund oder einer guten Freundin. Dabei fällt auf, dass jedes Mal etwas zu tun ist, nachdenken oder reden. Und so haben viele Beten ja auch kennengelernt, laut oder leise, allein oder mit anderen gemeinsam, frei oder mit geprägten Worten. Auf diese Weise wird natürlich auch hier im Haus der Stille in Rengsdorf gebetet. Beim Beten geht es aber auch noch um etwas anderes, und das habe ich selbst erst Jahre nach meiner Ausbildung zum Pfarrer entdeckt. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat das so beschrieben: Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es. Beten heißt nicht sich selbst reden hören. Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört. Suche
Ich lese aus dem Matthäusevangelium aus dem 6. Kapitel. Jesus spricht: Wenn du also betest, geh in dein Zimmer, verschließe die Tür und bete zu deinem Gott, dem Unsichtbaren. Gott, Vater und Mutter für dich, sieht das Unauffällige und wird es dir anrechnen. Wenn ihr betet, redet nicht endlos wie die Menschen aus den Völkern, die meinen, durch viele Worte erhört zu werden. Passt euch ihnen nicht an, denn Gott, Vater und Mutter für euch, weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Jesus gibt in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, in wenigen Worten wichtige Hinweise, wie wir beten können. Er lehnt das zur Schaustellen des Betens in der Öffentlichkeit ab und sagt: Wenn du also betest, geh in dein Zimmer und verschließe die Tür und bete zu deinem Gott, dem Unsichtbaren. Wir denken bei dem Hinweis, geh in dein Zimmer, wahrscheinlich an einen Raum, den wir mit einer Tür verschließen können, um unsere Ruhe zu haben. Die Zuhörerinnen und Zuhörer Jesu, die waren jedoch einfache Leute, und wir können davon ausgehen, dass die allermeisten von ihnen in einem Haus lebten, das nur einen Raum hatte. In einem Raum spielte sich das ganze Leben ab. Kochen, Essen, Hausarbeit, Schlafen. Ein separates Zimmer zum Beten zu betreten, das war für sie gar nicht möglich. Was meint Jesus aber dann, wenn er dennoch auffordert, geh in dein Zimmer? In der mystischen Tradition ist diese Aufforderung als ein inneres Bild verstanden worden. Geh in dein Zimmer meint, geh in deinen Herzraum. Das ist der Ort, wo du dir selbst ganz nah bist. Das ist der Ort, wo du mit deinen Gefühlen, deinen Gedanken und allen Regungen in Berührung kommst. Und diesen Raum hat jeder und jede von uns in sich. Und um ihn wahrzunehmen, ist es notwendig, dass ich mich in die Stille begebe. Dann schweigen die äußeren Stimmen und ich nehme in der Stille andere innere Stimmen wahr. Wer so eine stille Übung nicht gewohnt ist, der oder die wird vielleicht gleich überrascht sein, welche bewegten und auch bewegenden Gedanken und Gefühle in einer Zeit der Stille aufsteigen. Für manchen ist das nicht gleich auf Anhieb angenehm, denn oft komme ich tatsächlich zunächst mit meiner inneren Unruhe in Berührung. Die Aufforderung Jesu zum Beten: Geh in deinen Herzraum, verschließe die Tür und bete zu deinem Gott, dem Unsichtbaren. Genau dieser Aufforderung wollen wir gleich nachkommen. Und ein paar Klänge begleiten uns auf diesem Weg. Bevor wir gleich in einer Zeit der Stille den eigenen Herzraum betreten, lade ich dich herzlich ein zu einer kleinen Körperwahrnehmungsübung. Eine gute Haltung können wir im Sitzen einnehmen, aufrecht, aber dennoch entspannt, egal ob auf einem Stuhl, einem Hocker oder einem Sessel. Und um den eigenen Körper wahrzunehmen, kann es hilfreich sein, die Augen zu schließen. Dann bin ich nicht so abgelenkt durch die äußeren Dinge, die ich sehe, und komme gut bei mir an. Wer möchte, kann die Augen aber auch leicht offen halten. Wir werden gleich eine Kerze sehen, die hier im Meditationsraum brennt. Und dann nimmst du zunächst wahr, wie du auf deinem Stuhl sitzt.
Wie ist es mit der Auflagefläche deines Gesäßes? Wo gibt es da einen Kontakt? Und wie sehen die Beine aus, wenn du in die Beine hineinspürst? Sind die Knie angewinkelt? In welchem Maße? Wie ist die Verbindung der Unterschenkel zu den Füßen? Und wie ist der Kontakt der Füße zum Boden? Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit nochmal zum Becken und vom Becken über den unteren Rücken, Brustwirbelsäule zum oberen Rücken. Wie ist deine Aufrichtung? Wenn du angelehnt sitzt, spür, wo hat der Rücken Kontakt? Wenn du frei sitzt, wie empfindest du jetzt die Aufrichtung deines Rückens? Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deinen Schultern und von den Schultern in die Arme, Oberarme, Ellbogen, Unterarme bis zu den Händen. Was berühren die Hände? Berühren sich die Hände? Wo haben sie Kontakt? Der Atem fließt dabei möglichst unbeeinflusst, immer weiter. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Kopf. Spür der Verbindung von Rumpf und Kopf nach dem Hals, dem Nacken, bis zur höchsten Stelle deines Kopfes. Und nimm dich jetzt für einen Moment von Kopf, Oberkörper, Becken, Beine, Füße, Arme, Hände in deiner Ganzheit, in deinem ganzen Körper wahr. Und der Atem fließt, er kommt und geht, ist ein Geschenk Gottes an dich, ein Geschenk, das dich lebendig hält. Und der Atem ist auch eine Hilfe gleich in der Zeit der Stille. Denn oft steigen Gedanken in uns auf, Gefühle, Dinge, die gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun haben und lenken uns ab. Dann darfst du aber immer wieder zu deinem Atem zurückkehren. Das Einatmen, Ausatmen spüren und in die Gegenwart zurückkehren. In der Stille wahrzunehmen, wir sind umgeben von Gottes Gegenwart. Und egal, was dich bewegt, Gott sieht dich und Gott liebt dich. Geh in den Herzraum, halte dich in der Stille Gott hin und nimm wahr, dass Gott dich liebt. Klangschale leitet uns in eine Stille, die 3 Minuten dauert, und sie beendet auch die Stille.
Wir halten Fürbitte. Ewiger Gott, du hältst und erhältst uns. Bittend wenden wir uns an dich. Wir denken an die Menschen, die uns nah und lieb sind, und bitten für unsere Nächsten. Nimm du dich ihrer an. Wir denken an die Menschen in unserem Wohnort und bitten für soziales Miteinander. Nimm du dich ihrer an. Wir denken an unser Land und alle Länder unserer Erde und bitten für die, die Verantwortung für das Zusammenleben tragen. Nimm du dich ihrer an. Wir denken an unsere Erde und bitten für die Erhaltung deiner Schöpfung. Nimm du dich ihrer an. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind für euch ansprechbar. Wenn ihr Kontakt sucht, etwas braucht, dann greift zum Telefon oder schreibt uns eine Mail. Ihr findet uns bei Facebook oder Instagram unter Wied Evangelisch. Auf unserem YouTube-Kanal Wied Evangelisch findet ihr weitere Online-Gottesdienste. Ihr könnt in diesen Zeiten auch online eure Kollekte geben. Am heutigen Sonntag Rogate wird für die Vereinte Evangelische Mission gesammelt. Die Kollekte geht an kirchliche Hospitäler und Gesundheitsdienste in Afrika und Asien. Alle weiteren Infos dazu findet ihr unter ekir.de/Klingelbeutel. Den nächsten Online-Gottesdienst an Christi Himmelfahrt feiern mit euch Prädikantin Marita Klose und Pfarrer Detlef Kocke in der Evangelischen Kirche Altwied. Du bist gesegnet, ein Segen bist du.
Und nun geh unter dem Segen Gottes und teile davon aus, wem immer du begegnest. Gott segne dein Denken und Fühlen. Gott segne dein Reden und Schweigen. Gott segne dein Sein und Werden. So segne und bewahre dich der ewige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.